Hey, Hans hier von newgadgets.de und in diesem Video schaue ich mir das Samsung Galaxy Fold 5G an, das erste Smartphone von Samsung mit faltbarem Display. Jetzt mal kurz was zur Story des Galaxy Fold. Eigentlich hätte es ja schon im Mai 2019 in Deutschland in den Handel kommen sollen. Bei Vorabtests kam es dann aber zu Displayfehlern und dann hat sich Samsung dazu entschieden, das Galaxy Fold lieber noch einmal zu verbessern. Jetzt auf der IFA 2019 wurde die neue Variante vorgestellt und in diesem Video möchte ich mir natürlich die Neuerungen anschauen. Danach gibt es noch die technischen Daten und meinen ersten Eindruck vom Galaxy Fold 5G. Anfangs war die Schutzfolie auf dem Display bis zum Rand angebracht und so konnte man, wenn man es drauf angelegt hat, mit dem Fingernagel diese auch abknibbeln. Dies wird jetzt dadurch verhindert, dass die Folie bis unter das Gehäuse geht. Außerdem sorgt jetzt ein kleines T-Stück, welches mittig an der Ober- und Unterseite angebracht wurde, dass keine Partikel in das Gehäuse oder unter das Display kommen. Wenn wir das Smartphone zuklappen, ist auch der Spalt jetzt etwas kleiner geworden und eine weitere Neuerung ist natürlich auch der Zusatz 5G im Namen, denn Samsung hat sich jetzt dazu entschieden, das Galaxy Fold direkt mit 5G anzubieten. Das waren jetzt also die Unterschiede zur alten Version des Galaxy Fold. Und jetzt zu den technischen Daten des Galaxy Fold 5G. Das Highlight ist natürlich das Infinity Flex Display mit einer Diagonalen von 7,3 Zoll im aufgeklappten Zustand. Es ist ein Dynamic AMOLED Panel mit einer Auflösung von 2152x1536 Pixel. Und wenn man es aufklappt, dann sieht man hier in der Mitte auch eine Knickfalte oder eine Faltlinie, die natürlich jetzt nicht so schön aussieht, aber wahrscheinlich auch nicht zu verhindern ist, denn das Display wird ja auch stark gefaltet, wenn man es zuklappt. Abgesehen davon ist das Display natürlich technisch sehr beeindruckend und es ist auch das erste kommerziell verfügbare Faltdisplay in einem Smartphone, das sich so stark falten lässt. Das faltbare Display ist aber nicht das einzige Display in dem Smartphone. Im zusammengeklappten Zustand möchte man ja auch was sehen und dafür ist an der Vorderseite ein 4,5 Zoll Super AMOLED verbaut, mit einer Auflösung von 1680x720 Pixel. Da man ja nicht immer das Smartphone aufklappen möchte, nur mal schnell eine E-Mail zu lesen, ist das Display hier auf der Vorderseite natürlich praktisch. Es ist aber relativ klein meiner Meinung nach. Wir haben hier oben und unten ja doch recht große Freiflächen und ich hätte mir hier auf jeden Fall eher ein flächenfüllenderes Display gewünscht. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt technisch machbar gewesen wäre. Samsung wird auf jeden Fall seine Gründe haben, dieses relativ kleine Display hier vorne verbaut zu haben. Im Inneren arbeitet der Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core SoC. Dazu gibt es für das System dann 12 GB Arbeitsspeicher und für den Benutzer 512 GB ROM, von denen 460,3 GB frei verfügbar sind. Von der Konnektivität her steht hier WLAN 802.11abg, Bluetooth 5.0, Gigabit LTE und 5G bereit. Und das Betriebssystem ist Android 9.0 mit der One UI 1.5. Softwaretechnisch muss hier natürlich einiges angepasst werden, wenn man hier mit mehreren Displays unterwegs ist. So hat Samsung hier die App Continuity, bei der eine App nahtlos vom kleinen Display in das große übergeht und umgekehrt. Wenn ihr das große Display nutzt, könnt ihr hier auch mehrere Apps gleichzeitig anzeigen und nutzen, was natürlich ungemein praktisch ist. Und an Kameras hat Samsung auch nicht gespart. Insgesamt 6 Kameras kommen beim Galaxy Fold zum Einsatz. Da haben wir jetzt erstmal eine 10 Megapixel Weitwinkel Frontkamera, die man nutzen kann, wenn das Smartphone zugeklappt ist. Und im Inneren sind dann 2 Frontkameras verbaut, 10 Megapixel Weitwinkel und 8 Megapixel für den Bokeh-Effekt, also die Unschärfe bei Porträts. Diese ist dann oben rechts angebracht in einer außenliegenden Notch. Die Hauptkamera auf der Rückseite beherbergt dann 3 Kameras, einmal eine 16 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, dann eine 12 Megapixel Weitwinkel und 12 Megapixel Telekamera, beide mit optischer Bildstabilisierung. Die Abmessungen betragen im geschlossenen Zustand 160,9 x 62,8 x 17,1 mm, also zugeklappt schon recht dick, aber dafür schmal, und im geöffneten Zustand 160,9 x 117,9 x 6,9 mm. Ja, und dank der schmalen Abmessungen im geschlossenen Zustand lässt sich das Galaxy Fold hier trotz der Dicke noch angenehm halten und es wiegt 276 Gramm. Eigentlich wollte ich das Galaxy Fold auch gar nicht mehr aus der Hand nehmen und ich habe es auch, glaube ich, in meinem kurzen Test wahrscheinlich auch 100 Mal auf und zu gemacht, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an.
Und das haben wollen Gefühl ist auf jeden Fall vorhanden und von der Verarbeitung her ist es wie von Samsung gewohnt sehr hochwertig. Auch das Scharnier hier gefällt mir sehr gut. Ich hatte es erwähnt, die Knickfalte sieht nicht sonderlich gut aus, ist wahrscheinlich aber auch nicht vermeidbar und stört auch bei der Bedienung Gott sei Dank nicht. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Smartphone, das seine Liebhaber finden wird. Aufgrund des Preises denke ich mal, dass man das Smartphone ja recht selten in der freien Wildbahn antreffen wird, aber Early Adopter und Technikbegeisterte werden sich hier auf jeden Fall schon die Hände reiben, denn so ein Smartphone gab es bisher noch nicht und es macht einfach Spaß, es zu benutzen. Und die erstaunten Blicke, wenn man das Smartphone aufklappt, sind natürlich auch göttlich. Das Samsung Galaxy Fold 5G wird dann ab dem 18. September in den Handel kommen und erhält eine UVP von 2.100 Euro. Es wird hier zwei Farbvarianten geben, einmal Cosmos Black und Black Silver. Und das war mein Hands-on-Video mit dem neuen Samsung Galaxy Fold 5G, dem ersten faltbaren Smartphone von Samsung. Falls ihr Interesse an dem Gerät habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis, sobald das Gerät dann im Handel ist, was dann ab dem 18. September soweit sein wird. Und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!